Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dead Island mit dem Marco. Hallo, erstmal gucken, Aufnahme läuft. Yes. Oh, okay, dann lass uns mal mit Mike Davis sprechen. Listen, the hotel security system is fraud. Some of the security cams are deactivated and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Rebooting it isn't difficult, but it does take some time. Ich glaube, das haben wir schon mal mit dem gesprochen. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Letztes Mal. Dann gehen wir weiter, oder? Dann lass uns mal Sachen machen. Und zwar müssen wir jetzt hier lang. Das ist das erste Mal, dass wir so früh hier aufnehmen. Warum? 22 Uhr haben wir es noch nie früher gebacken gekriegt. Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Letztes Mal war nach meinem Stream. Davor war irgendwie um 3 Uhr nachts. Oh Gott, Zombies! Ja, gibt's ja Zombies! Warum sagst du das oh nicht? Gott. Das dachte, weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre mit ärgere dich nicht, Simulation. Was? Oh, da geht's auf. Hallo! Wo geht's hier zum Bahnhof? Huh. Muss mal gerade. Oh, jetzt liegt er! Drauf da! Auf dem am Boden, ich komm nicht durch! Ich bin der Zahnarzt. Hallo. Zeit, die Zähne rauszuschlagen. Oh, jetzt hat er kein Gesicht mehr. Okay, war ich zu grob? Nächstes Mal anders? Okay, es gibt kein nächstes Mal. Doch, nächster Kunde. Vielleicht nicht der, aber ein anderer. Sind leider schon alle tot. Oh, ich muss ja was machen. Hallo. Ich bin Marcel Davis. Oh, das ist rot. Guck mal, das sind rot. Immer diese Sauerei hier. Okay, du darfst weitergehen. Sehr gerne. Tschüss. Das war's aber schön. Ja, so gefällt mir das, du. Ja, mach weiter. Dreh dich doch mal um. Ja, mach weiter so! Ja, du stehst hinter der Tür, dann muss ich gar nicht gucken. Ja, guck mal. Das ist aber blutig. Okay, Weißt du das? Team. Voll ein anderer. Oh, ich glaube, die Dame hat was verloren. Die Plastik. Das kann durchaus sein. Hallo. Weg. Tschüss. Oh. Ah ja, Kim Possible. Nee, nee, nee. Was? Kim ist auch ein männlicher Name. Kim Jong-un. Weiß. Oh, Loot. Kim On Jung. Okay, lassen wir das. Jetzt wirst du erschossen. Oh, da ist nochmal ein PC. Ist das Windows XP? Marco, hier steht dein Computer. Das ist Windows 98. Ja. Können wir uns ja drauf gefasst machen, dass der einfache Neustart 15 Minuten dauert. So, ich hab's den Ausgang gefunden. Gehen wir weiter. Wie? Bist du draußen? Ja. Oh, hallo. Marco, hier sind Zombies. Möchtest du sie töten? Das hätten wir ja noch weiter spielen können das letzte Mal. Wieso? Nein, nicht der Ausgang im klassischen Sinne, sondern wo man weiterkommt. Du hast doch gesagt draußen, auf meine Frage. Ja, draußen außerhalb der Serverräume. Oh, okay. Ich habe gedacht ganz draußen. Liegen bleiben. Oh. Ach so. Klabberarm. Klabbergesicht. Was? Klabauterarm? Oh. Wo? Du. Oh, was ist denn hier los? Warum gibt's hier ein paar Rücklaschen? Ah, ich hab gedacht, da wäre eine Türe. Weil es hier so dampft. Ah. Okay,
Kennst du das, wenn Leute zur Türe raus wollen und die meinen, die sei offen, aber die ist nicht offen und knallen dann dagegen? Ja. Das ist mir auch einmal passiert. Alter. Ich glaube, so am Schwimmbad. Ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas mal passiert. Ist schon Ewigkeiten her. Na gut, das habe ich zufällig mitbekommen, dass einer Streamerin auf der TwitchCon passiert. Die ist auch voll gegen die Tür und dann hatte die unter den Augen voll Blut unterlaufen halt. Das ist schon echt bitter Oh gewesen. Gott. Ah, Ja. das heißt Das. Influencerin. Na gut, es passiert, ne? Ich meine, dich lache ich aus, aber. Super. Ja, und ihr hilfst ja auch noch auf und sagst, ach komm, Kleine, soll ich dich noch verarzten? Bei mir würdest du Ja, nur lachen und das weiterlaufen. Das glaube ich würde ich sofort. Das tun. glaube ich sofort. Ist nur die Frage, wie weit ich weiterlaufen würde, ne? Also, ich würde das halt nicht durchziehen. Ja, natürlich ans andere Ende von Deutschland, wohin sonst? Natürlich Je steige ich in den weiter weg, Zug, desto besser. steig so in den Zug, wink dir so schön. Tschüss. Und dann schicke ich dir ein Selfie aus Berlin oder so. Ich habe mich heute mit einem Oh. getroffen, einem alten Klassenkamerad. Und der geht, wenn wir zur Gamescom gehen, geht er zum Nürnbergring. Das sei ein Festival. Was ist denn das für eins? Zum was? Zum Nürnbergring. Das ist doch bei dir da. Das ist Nürburgring, genau meinst du? das Auto. Ja. Ich muss noch ganz kurz was schauen hier. Da, wo das Auto treffen Bist war. ein bisschen leise. Weiß ich nicht. Eigentlich so wie. Ja, gut. Du wolltest besser sein. Ja. Ansonsten bin ich nicht schuld. Ja, das ist ein Festival. Das Aber am Autotreffen 20. oder so. war in Mendig und auf dem Nürburgring, Da war auch mal oben was, das weiß ich. da war kein Autotreffen. Da ist Rock am Ring. Ja. Aber das ist nicht zufällig dann auch im August. Bitte? Im August? Rock am Ring? Nee, ne? Nee, das war schon. Das war eine Woche vor dem USK-Treffen. Nee, Quatsch, das war genau am selben Wochenende. Aber was ist denn da dann für ein Festival im August? 20. Wahrscheinlich irgendwie Elektromusik oder so. Was für eine Musik? Elektromusik, keine Ach Ahnung. so, Elektro. Irgendwelche DJs und so. Oh, hallo. Habe ich jetzt noch nicht gefragt, was das für eins ist. Ich habe nur ein Gamescom im Kopf. Ey, das ist nicht beim Nürburgring. Was? Die Gamescom? Ja. Ja, aber Nee, ist es also. quasi um die Ecke, 1,5 Stunden Mich entfernt. interessiert sowieso bisher nur Rock am Ring. Was da so abging. Dann gab es ja zeitlang eine Überlegung, irgendwie Rock am Ring nochmal durch einen anderen Veranstalter zu machen, so in der Art. Das sollte dann Grüne Hölle hießen, aber das hat nicht stattgefunden. Ui. Glaube ich, dass es nicht stattgefunden hat. Oder auf jeden Fall wird es nicht mehr gemacht. Oh, wenn wir Ach, finden, dann ist Doppelschaden. apropos Gamescom, die haben jetzt eine weitere Hallenebene hinzugefügt und die Gänge verbreitert und so. Finde ich gut. Dass halt mehr Oh, Platz für die Moment, Besucher ist. Moment. Die Gänge verbreitet. Ja. Hey, wie geht denn das denn? Hey, das Haben sind die die. die Wände beiseite gefahren oder wie läuft das? Hä? Na, hä? Ja. Ja, wenn sie die Gänge breiten. Ach Ja. so, du meinst von den Ständen her, Ja? oder? Ah, jetzt habe ich gedacht, generell die Gänge. Habe ich gedacht, hey, wie geht denn das denn? Hier, du kannst dich um den kümmern. Ich mach die Tür Um zu. ihn meinst du? Hab ich gesagt. Ja, sprich. Ja, nee, auf jeden Fall gibt es da jetzt mehr Platz und mehr Möglichkeiten zum sich erholen. Das ist gut, Ja. aber trotzdem, die Möglichkeiten werden immer noch relativ besetzt sein. Wo sind sie Nö, denn? also ich hatte letztes Jahr meine Ecke, da habe ich immer Platz gehabt. Das war richtig geil, da ist irgendwie jeder dran vorbeigelaufen, keine Ahnung. Okay. Habe ich immer Zufall. Warum sagst du denn nichts? Ja, bist halt tot, ne? RIP. Achso, ich bin tot. Ich habe gedacht, ich wäre nur kurz augenblickend, was ja eigentlich auch tot ist. Egal. Mein Baseballschläger, du machst mich kaputt. Aua, warum schlägst du mich, ey? Jetzt kriegst du den Baseballschläger aber richtig ins Gesicht, ey. Pass auf, du. Pass auf. Hey, warum sind jetzt auf einmal Zombies? Ja, weiß ich nicht. Kann sein, dass wir irgendwie voll falsch gelaufen sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall spawnst du wieder.
Wie ist, ich spawne wieder. Spawne nicht. Ja, ich quasi wieder einsteigen. Ich glaube, wir waren so vertieft dann, in unser Gespräch, dass wir einfach falsch gelaufen sind. Weiß ich nicht. Und dann bist du da und dann wirst du gleich von Zombies angegriffen und stirbst gleich wieder. Was soll das? Ja, weiß ich nicht. Nicht gut. Ja, nicht. Ja, wir waren echt so vertieft im Gespräch, dass wir voll falsch gelaufen sind. Das macht ja nichts. Auf jeden Fall gab es da Zombies, von daher kann es ja nicht so falsch gewesen sein. Doch, wir sind zurückgelaufen. Aber warum sind da dann noch Zombies? Die haben wir doch alle erledigt. Ja, in der letzten Aufnahmesession. Ach so. Ja, mit dem Server. Piep, piep, piep. Ach du Scheiße, der Faust. Was meinst du, ob das geht, dass man quasi alle Zombies auf der Insel töten kann die und respawn. Dann keiner mehr da ist? Die respawnen. Okay. Kommst du? Ja, sehe ich auch so. Aber ich habe dich gefragt, ob du kommst. Oder erscheinst du? Ja, mehr oder weniger. Ich wollte den daherlaufen, bin ums Eck und dann hat mich da ein Zombie erschrocken. Ey, was machst du da, Marco? Jetzt komm doch. Oh, da geht's ja gar nicht hin. Hast du eine Ebene über mir? Ja. Soll ich einfach weitermachen? Ja, mach. Ich versuch. Warum bin ich denn hier jetzt unten beim Schwimmbecken? Oh Gott. Ja, Marco, das ist ein Zeichen vom Spiel. Du bist einfach fett. Geh schwimmen. Schauen wir doch mal. Also. Was hat er zu sagen hier? Mike. You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Okay, ich bin wieder tot. Die Tiefgarage. Jetzt im Kino. Suche den Truck. Ich bin auch gar nicht tot. Aber möge jetzt. Möge der Truck mit dir sein. Also ich repariere es jetzt. Kann das sein, dass ich der gestrichelten Linie hinterherlaufen muss? Ne. Ja, musst du. Okay. Den kann ich eigentlich reparieren. Letztes Mal. Die anderen Sachen, die kann ich irgendwie. Kann man. Ach, scheiß drauf, ich hol die mit. Alter Schwede. Was denn? Ja, ich häng hier fest. Du wirst, glaube ich, gleich teleportiert. Schön wär's. La 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 la. Renn erstmal nach oben und so. What we got here? Hallo, mein Freund. So. Ach, hier sind. Kommst du alleine nicht durch? Oh, wohl. Ich geh mal nach unten. In die Tiefgarage. Ganz allein. Ohne deine Hilfe, die ich bräuchte. Hallo. Wer braucht hier Hilfe? Ich oder du? Ich komm doch nicht weiter. Jetzt gelandet. Dieser Schraubenschlüssel wird kein leichter. Was? Dieser Schraubenschlüssel wird steiniger und schwer. Hallo. Kommst du? Ich weiß nicht. Ich versuch's. Ich hab Angst. Nee, ich bin nur tot. Scheiße! Close the door! Oh, jetzt ist kein Zombie hier drin. Ich öffne die Tür, damit die Zombies hier reinkommen. Zumindest vereinzelt. Ebenso. Warum denn jetzt noch mal eine geschlossene Türe? Ich liebe diesen Baseballschläger, ne? Der zieht so viel Leben. Ich weiß. Ey, warum beißt du mich? Ich bin kein Buffet. Warum ist hier jetzt Ruhe? Weil die bei mir sind. Oh, ich hab nicht mehr viel. Und Feuer.
Okay, das war ein Weichschädel mittlerweile. Katy Perry, Firework. Gib mir mal hier eine Cola, ne? Weil du ja hier mir nicht helfen möchtest, muss ich mir ja natürlich die Leben auffüllen. Ja, ne, Marco, das ist halt echt problematisch mit dir. Immer rennst du in den Bars rum. Ganz wie in echt. Ach, ich muss die Scheibe zerschlagen. Okay. Ja. Oh Gott. Oh. Ui. Okay, dann ist gut. Ach, das ist der Truck. Hä? Ich dachte, mein LKW. Nee, ja. Geldtransporter. Gut. Gut, gut. Gut, Marco, du bist halt zurückgeblieben. Tut mir leid, du kommst ja jetzt nie wieder raus. Das Spiel lässt sich jetzt drin. Toll, ich war. Ich war kurz vor. Oh Gott. Hinter dir. Oh. Geil, das kenne ich gar nicht mehr. Du machst das dann, ne? Wieso boxen die mich? Wo bist du überhaupt? Kann ich, jetzt bin ich drin im Auto. Los, fahr. Go, go, go. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 Toy Story. La, 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 la. So ein Kinderfilm. Nein, auf keinen Fall. Das ist voll brutal. Da laufen Spielzeuge rum. Ich kannte das gar nicht mehr mit dem Wagen. Ah, Moment. Leichte Erinnerung. Ich glaube, mit dem Wagen bin ich mal am Strand rumgefahren. Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Leichte Erinnerung noch. Der ist voll geil, der Wagen. Marco, wenn du im Raum bist, dann ist da alles schwul. Was? Ich habe nur meinen Namen gehört. Wenn du im Raum drin bist, dann ist da alles schwul. Ja, ist lustig mit dem Ding. Ja, sehr lustig. La 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 la. Wo ist denn Nitro? Hier. Gibt's nicht. Wo ist denn Petro? Petro ist am Baden. Hä? Wir sind da. Verlasse das Fahrzeug. Marco, du kannst dich einfach das Fahrzeug verlassen. Doch. Ich nicht. Okay, ich habe ein Thumbnail. So schnell geht das manchmal. Jetzt rennt er einfach ohne mich hoch. Ah, Alter, erster. Nein, jetzt falle ich noch die Treppen runter. Immer muss man auf dich warten, ey. Du Depp, mal lass doch die Tür auf. We're safe okay. Here for now, but there's still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you... Was machst du da? Cola trinken. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Was für mich? Aufstieg. Neue Updates verfügbar. Talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Ja, nimm an. Hui. Jetzt starten. Look for survivors first. Look for survivors. Is anything in the wreckage worth saving? Burn surviving. Untersuche das Wrack des Hubschraubers. Dann komm. Born in the USA. Born in the USA. Ich hatte mal einen Bekannten, ja, aus meiner alten Klasse, der hat gesagt, USA ist eine Abkürzung für eine, was könnte das sein, USA, wofür stehen die Buchstaben, für welche Abkürzung? United States of America. Nein, USA, unterirdische Sexanlage, hat er gesagt. Ja. USA, yeah. Unterirdische Sexanlage, das ist doch zum Geil. Die hast du dir doch gebaut. Was? Nein. Mit Puppen. Und wir waren damals auch beim Ulmer Dom. Ja. Warum hat er nicht gelenkt? Ja. Bestimmt. Nee.
Natürlich kennst du das. Nee. Dom von Ulm. Das ist ja fast so wie der Dom von Köln. Nee, gar nicht. Auf jeden Fall. Gar nicht. Hat er von da oben runter geschrien. Nee. Ich bin der geilste Stecher Ravensburgs. Da hat er nicht gewohnt. Der war schon crazy. Okay. Bist du sicher, dass das ein Klassenkamerad war und nicht irgend so ein Psycho, der in der Gasse auf dich gewartet hat? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Wobei ein Psycho war auch. Ja, wobei, wenn du dir sicher bist, da würde ich ja nichts drauflegen, ne? Was heißt das denn? Bitte übersetzen Sie diese Sprache. Zu Deutsch, du bist labil. Nein. Was? Du bist schuld. Jetzt macht er da wieder die Türen zu. Was soll denn? Ich hab keine. Nee, hä? Du musst da weiter rennen. Du musst da nicht rein. Jetzt hänge ich noch in der Türe fest. Du musst da nicht rein. Ich bin unten am Strand. Ui. Marco. Ich hänge in der Tür fest. Guck das mal an. Ja, dann muss ich die Tür öffnen. Oder schließen. Schließen. Ah ja, das geht. Diamond Beach. Ah, hier sind wir. Da runter. Hier sind wir. Ja, da wo das Helpschild war. Help. Bist du über eine Planke gesprungen? Wieso sind die denn hier nicht im Bunker drin? Hm? Ist gar nicht offen. Ja, ganz toll. Ist da nicht so ein Lied, ich hocke in meinem Bunker? Ja, gab's, ja. Ist auch so eine Paradie, Paradie. Ja, du, ja, Paradie. Was zur Hölle? Ist der Part nicht schon lang zu Ende? Wie lange nehmen wir schon auf? Let's see what we got. 15 Minuten. Jetzt echt? Das kommt mir vor wie 30 Minuten. 21. Komm runter hier. Komm runter. 21. Komm runter. Dahlisch. Gut, Marco, dann ist dein Part hier gekommen an der Strandbar. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal gibt's Zombie-Cocktail. Bis dahin eine gute Schlägerei. Genau. Ciao. Tschüss.